Samuel, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wünschst du dir einen Windows-Laptop? Ungefähr minus 3. Hallo zusammen und willkommen zu der dritten Folge von Angefressen, einem Digitech-Podcast rund um Apple. Ich bin der Flo Bodocki und mir gegenüber sitzt der Samuel Buchmann. Hallo zusammen. Wir haben heute ein ganz klassisches Thema, und zwar Macs. Die neuen Geräte mit dem M3-Chip oder mit den M3-Chips, muss man besser sagen, die sind jetzt schon ein paar Wochen auf dem Markt und der Samuel hat eigentlich seitdem nicht viel anders gemacht, als die jetzt testen und zu vergleichen. Darum tue ich dich, Samuel, heute ein bisschen ausfragen, was genau neu ist, für wen denn die Chips, die verschiedenen, geeignet sind. Und zum Schluss stellen wir dann noch einen Vergleich an mit den aktuellen Windows-Laptops. Genau, ja. Und als allererstes, was für Geräte sind eigentlich überhaupt vorgestellt worden? Was hast du da so für Eindruck gewonnen? Ja, das kann man relativ schnell sagen, was für Geräte das vorgestellt worden sind. Das sind einfach neue iMacs und neue MacBook Pros. Ich fange ganz so schnell mit einem Kurzfazit an über die neuen Geräte und fange beim iMac an. Dort muss ich sagen, der hat mich ein bisschen enttäuscht. Der hat zwar auch einen neuen Chip, dort kommen wir nachher schnell drauf, aber sonst ist halt absolut gar nichts passiert. Der sieht immer noch genau gleich aus, der hat immer noch gleich wenig Anschlüsse. In der Basisvariante, also wenn du den Chip mit ein bisschen weniger Kern nimmst, dann ist er wirklich, die Kühlung ist katastrophal. Also der kleinere Chip hat eine kleinere Kühlung und dann ist er wirklich künstlich kastriert. Der hat auch eine sehr langsame SSD drin. Also einfach so kleinere Sachen, die nicht nötig sind und die so ein bisschen schade sind und halt dann dem ein bisschen das Potenzial rauben. Und wenn du dann den guten iMac willst, dann musst du recht tief ins Portemonnaie greifen. Dann kostet er dann wirklich so 2'000 Franken und aufwärts. Was halt wirklich super viel ist für einen Computer mit 24 Zoll Bildschirm. Das muss man auch sagen, es gibt ja keinen mit grösserem Display nach wie vor, obwohl sich das viele Leute wünschen. Darum ja, der iMac ist für mich ein bisschen Enttäuschung jetzt gewesen beim Testen. Es gibt natürlich trotzdem Szenarien, wo das immer noch der richtige Computer ist. Ich an meinem letzten Arbeitsplatz zum Beispiel, da haben sie so Kassen in einem Ladengeschäft, irgendwie 8 Kassen nebeneinander und dort ist es halt perfekt. Dort stellst du einen iMac an, der sieht wunderschön aus, das tut er wirklich immer noch. Ist clean, du brauchst nur ein Gerät, der hat genug Leistung für das, das ist tiptop, ist einfach ein bisschen teuer für das. Ja, das ist schon der iMac und bei den MacBooks, dort ist es besser. Also die MacBooks, die sind immer noch super, die sind ja eh schon gut gewesen, die letzten zwei Generationen. Und jetzt mit dem M3 sind sie einfach schneller geworden. Ich komme dann noch genauer drauf, was das heisst. Und es gibt noch eine neue Farbe. Es gibt es ja jetzt in Schwarz oder Space Schwarz, wie Apple das nennt, vollmundig. Ich bin so mittelüberzeugt, ich finde, es sieht wirklich schön aus. Wenn du es auf dem Tisch hast, ist es super. Aber man hat es ein bisschen schon gesehen bei dem das MacBook Air gibt es auch in Midnight Blue. Blue, ja. Genau, ja. Mitternacht. Und es ist also ein ganzes dunkles Blau. Und das Problem ist einfach, bei all diesen dunklen Farbtönen, du siehst halt Fingerabdrücke einfach zu gut. Und Apple hat zwar gesagt, das sei jetzt eine neue Beschichtung drauf und das soll dann weniger anfällig sein. Hey, aber ganz ehrlich, also ich habe das 2 Stunden im Betrieb und dann es sieht einfach aus wie Sau. Ich kann das nicht haben. Und dann müsstest du die ganze Zeit bist mit dem Mikrofaser irgendwie am Putzen und sonst sieht es einfach so schmuddelig aus. Ja, also ich würde beim Silbrigen bleiben, ehrlich gesagt. In dem Moment bin ich gerade froh, dass wir keine Bilder haben von unserem Podcast. Dann wird man nämlich mein MacBook sehen. Und ich sehe es. Ja. genau. Aber wie du gesagt hast, Der Star vom Event ist der neue M3-Chip. Und auch da gibt es verschiedene Modelle mit verschiedenen Merkmalen. Was muss man da wissen dazu? Also sie haben erstmal sogar 3 Leistungsstufen vorgestellt aufs Mal. Der M3, der M3 Pro und der M3 Max. Und das ist halt wirklich, das ist so, kannst du so ein Steckchen vorstellen, wo die Leistung hochgeht und dementsprechend auch der Preis. Jetzt, was speziell ist an diesen Chips, ist, sind die ersten, die im 3-Nanometer-Fertigungsverfahren hergestellt worden sind. Das klingt furchtbar technisch. Das heisst einfach, sie sind dichter, die Chips. Also du hast mehr Transistoren, die sind ein bisschen kleiner, auf dem gleichen Raum. Und das bringt einfach mehr Effizienz. Und mehr Effizienz heisst gerade bei Laptops eigentlich mehr Leistung. Oder mehr Akkulaufzeit. Das können wir dann nachher noch drauf. Und grundsätzlich muss man sagen, beim untersten Chip, beim M3, also beim kleinsten,
der sieht eigentlich immer noch genau gleich aus wie der Vorgänger, der M2, also hat genau gleich viel Kern. Wenn ihr genau wissen wollt, wie viel Kern die Chips alle haben, geht auf digitec.ch, dort habe ich das schön zusammengefasst. Dort ist einfach die Leistung der einzelnen Kerne ein bisschen schneller geworden, ein bisschen besser geworden. Irgendwie 20% so unter dem Strich, hätte ich gesagt. Und das ist zwar schön, aber das verändert jetzt nicht irgendwie die Möglichkeiten, die du hast mit dem Chip. Also der kann immer noch etwas gleich wie vorher, er ist einfach ein bisschen schneller. Und ich glaube, Flo, du schaffst ja, wenn es mir recht ist, mit einem M1 MacBook Air und die High hast einen M2 Mac Mini, oder? Genau, das stimmt so, ja. Also du hast quasi die Vorgängerchips. Bist du zufrieden mit denen? Ja, ich bin sehr zufrieden. Also ich muss sagen, mein MacBook ist jetzt 3 Jahre alt und ich habe bis jetzt noch keine Aufgabe gehabt, die es irgendwie überfordert hat oder die sich irgendwie wirklich aufgehängt hat oder so. Ich habe jetzt tatsächlich die letzte Woche zum ersten Mal etwas gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, es bringt es ein bisschen an seine Grenzen oder es bringt mich an meine Geduldsgrenzen. Es hat eigentlich die Aufgabe ganz gut gelöst. Und zwar das Unzipping von grossen Files. Also ich habe mir einen Media-Server aufgesetzt mit Plex und bin jetzt wie ein Wilder am Film und Serien mir beschaffen. Und wenn du natürlich so einen Blu-ray-Rip hast, wo halt irgendwie 90 GB gross ist, dann braucht das relativ lang. Und dort merke ich bereits, also der M2-Chip im Mac Mini, trotz weniger RAM erledigt das schneller. Ja, ja. Gut, das ist auch noch der Vorteil, oder? Der hat natürlich dann eine richtige Kühlung im Mac Mini. Und das MacBook Air, das hast du ja passiv gekühlt, komplett. Das ist das, was ich am iMac ein bisschen bemängelt habe. Gerade wenn du halt so ein grosses RAW entpackst und so weiter, das braucht dann wirklich Prozessorleistung. Und wenn dort natürlich keine Kühlung hast, dann fährt der irgendwann an sich runtertakten, weil sonst wird er einfach zu heiß. Und da hast du natürlich mit dem Mac Mini noch einen zweiten Vorteil. Aber also sonst bist du einfach, weißt du, was machst du denn sonst? Hast du mehr als Office-Sachen, die du... Oder? Ja, ich habe durchaus mehr als Office-Sachen. Also ich mache so ein bisschen Bildbearbeitung, jetzt natürlich nicht wie du, aber halt doch auch für meine Artikel Bildbearbeitung, Bildexport. Ich habe ab und zu mal etwas für YouTube produziert, also wo dann auch Videobearbeitung ist und Videoexport und so. Und hey, wie gesagt, also selbst wenn du das wirklich hoch aufgelöst aufnimmst, der M1 macht das klaglos. Mhm. Und zwar in einem MacBook Air. Also tatsächlich. Ich bin immer noch das kannst du heute noch kaufen, das MacBook Air. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, das ist wahrscheinlich das beste Preis-Leistungsprodukt, das Apple jemals produziert hat. Das kommst du heute über für, ich glaube, 800 Stutz, das M1 MacBook Air mit dem Basis-Zeug drin. Und es kann wirklich fast alles. Genau. Also man muss dort eine kleine Einschränkung. Aber das ist halt einfach nur so meine Meinung. Es ist halt mein erster richtiger... Ich habe vorher ein Occasion-MacBook gekauft, um mich ein bisschen in die Mac-Welt einzufinden. Aber es ist mein erster richtiger eigener MacBook gewesen und mein Einstieg in die Mac-Welt, abgesehen vom iPhone. Und ich habe dort einfach... Ich bin halt von Windows gekommen und ich habe einfach gefunden, selbst 2020 habe ich schon gefunden, 8 GB RAM ist einfach ein No-Go. Das ist einfach nicht mehr adäquat. Ja. Und darum habe ich dort 16 GB gekauft und das ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Aber ja, sonst stimme ich dir absolut zu. Es ist für den Preis, eben für die 7,79 kostet die Basis, glaube ich, sogar ich nur glaube, im Moment ist es eine Aktion. Aber genau. Sonst 900 ist, glaube ich, der neue Preis. Ist immer oder okay. Ja, und ich muss sagen, du kriegst im Windows-Universum natürlich für den Preis auch einen Laptop, aber es ist unvergleichbar. Ja, ja. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Also, mir geht es ein bisschen ähnlich. Oder wenn du jetzt ein bisschen mehr Leistung den brauchst, dann gibt es halt den Pro-Chip, das ist neben die nächste Stufe, der M3 Pro. Und da muss man sagen, der ist jetzt zur Abwechslung eigentlich nicht wirklich schneller als der Vorgänger, also als der M2 Pro, weil Apple hat zwei von den Performance-Kernen, also in der CPU, haben sie Austausch gegen Effizienzkern und sie hat auch einen Grafikkern weniger. Und das wird darum so ein bisschen, in ganz vielen Reviews wird es ein bisschen bashed, der M3 Pro, weil halt naja, kein Leistungsfortschritt in einem Jahr, was ist da los? Und das ist ein bisschen zu Unrecht, finde ich, weil die haben einfach alle nicht ganz verstanden, was der M3 Pro soll sein. Der ist nicht auf mehr Leistung ausgelegt, sondern wirklich auf mehr Effizienz, darum hat er auch mehr Effizienzkern. Und du hast ja bei diesen neuen 3-Nanometer-Chips hast eigentlich immer die Wahl. Also, im Prinzip, es ist effizienter geworden, das heisst, du hast mehr Leistung pro gleicher Energie und jetzt kannst du halt entweder wählen, okay, ich will mehr Leistung beim neuen Chip oder ich will, dass der neue Chip gleich viel Leistung hat und weniger Energie braucht.
Und beim Pro-Chip haben sie es halt eben das zweite gemacht, also weniger Energie braucht. Und ja, also der Effekt ist, er hebt einfach nochmal länger. Also der gleiche Laptop mit dem neuen Chip hebt etwa ja, 25% etwa länger als der M2 Pro. Wenn du irgendwie etwas, keine Ahnung, YouTube schaust und so weiter, dann geht das mit dem grossen MacBook Pro, also wenn du 16 Zoll kaufst, kannst du etwa 35 Stunden YouTube schauen. Also das ist schon recht absurd. Und auch wenn du etwas Intensives machst, zum Beispiel eben, du sagst, exportierst Bilder in Lightroom, das braucht relativ viel Rechenleistung, dann ist es einfach so, mit den neuen Chips brauchst du halt einfach für die gleiche Rechenleistung weniger Akku. Das heisst, du kannst dir vorstellen, du exportierst jetzt 100 Bilder in Lightroom, mit dem alten MacBook hast du, ich weiss doch auch nicht, 95% Akku übrig, wenn du ihn vorher vollgeladen hast, und mit dem neuen hast du vielleicht 97% übrig. Das ist ein grosser Unterschied, aber so in die Richtung geht das halt. Und trotzdem ist ja die Leistung immer noch ausreichend, sage ich mal. Du hast jetzt gerade erzählt, schon mit dem Basis-Chip kommst selten an Leistungsgrenzen und mit dem M3 Pro halt noch weniger. Ich sage jetzt mal, wenn man wenn du jetzt Bildbearbeitung machst, würde ich meistens zum M3 Pro greifen. Es geht dann halt schon ein bisschen zügiger, eben so ein Export, oder wenn du so ein bisschen aufwendigere Filter brauchst in Lightroom, wenn du mal im Photoshop gehst, mehrere Ebenen machst, ich weiß doch nicht, das Videoschnitt schon ein bisschen aufwendiger ist. Dann würde ich dann schon langsam zum Pro greifen. Und ich finde es auch eine gute Entscheidung jetzt von Apple. Also sie haben wieder das ganze Chipsystem, das Chipsortiment so ein bisschen auseinandergezogen. Vorher war der M3 Pro und der M3 Max relativ nah beieinander gewesen. Vor allem bei der CPU, die war genau gleich schnell gewesen. Und nur die Grafik hat sich eigentlich unterschieden. Und jetzt bei der M3-Generation haben sie halt den M3 Pro wirklich nicht schneller gemacht, und der M3 Max haben es dann extrem viel schneller gemacht. Da komme ich gleich nachher dazu. Das heisst, der mittlere Chip, der rutscht ein bisschen gegen runter, und der ganz schnelle Chip, der rutscht gegen rauf. Und eben das ist dann der M3 Max. Also ich selber arbeite ja schon länger jetzt auf einem M1 Max MacBook Pro, seit 2 Jahren. Und ich finde das halt schon geil, noch ein bisschen die Mehrleistung zu haben, muss ich sagen. Ich mache halt wirklich mehr Bildbearbeitung. Ich brauche auch ganz viel so KI-Funktionen in Lightroom und Photoshop mittlerweile. Weißt du, so, das ist super praktisch. Du kannst ja Zeug automatisch maskieren lassen, zum Beispiel. Dann schaut Lightroom, okay, wo ist jetzt die Person, wo ist ihr Gesicht, und ich möchte gerne nur die Haut oder nur die Augen, und dort möchte ich ein bisschen aufhellen und so. Und das geht auch wirklich schneller mit den schnelleren Chips. Das kann ich absolut nachvollziehen. Womit sich dann eigentlich so meine Frage ein bisschen erledigt, aber vielleicht so für jetzt den breiten Anwendungsfall, für was braucht jemand noch einen M3 Max? Ja, es ist wirklich, es gibt nicht mehr so viel, wo ich jetzt für sage, du brauchst unbedingt den Max-Chip. Eben auch bei Bildbearbeitung, es geht vielleicht ein bisschen schneller, aber wenn du es jetzt nicht hauptberuflich machst, dann würde ich immer noch den Pro nehmen. Der Max hat halt wirklich, der hat die maximale Leistung. Da stimmt jetzt der Name mal. Jetzt da hat beim M3 hat Apple wirklich so den Regler genommen und einfach auf 11 aufgeschraubt. Also der hat nochmal mehr Performance Cores, hat nochmal mehr Grafikkern, jeder Kern hat ja mehr Leistung und so weiter. Also der hat wirklich 50% mehr Leistung ungefähr, kann man sagen, als der M3 Pro. Bei der Grafik ist es ein bisschen weniger. Und ich würde jetzt sagen, kauf den Max dann, wenn du entweder richtig Geld damit verdienst, mit etwas, das Leistung braucht, oder vielleicht, wenn du Video schneidest und auch dort ein bisschen mehr machst, als einfach ein paar Clips aneinander reihst. Also wenn du jetzt so ins Premiere Pro gehst oder dann ins After Effects vor allem. Also dort fängt es halt dann an, richtig Grafikleistung zu brauchen, wenn du anfängst, Effekte rendern oder Rauschfilter drüber legen oder irgendwelche animierten Titel oder irgendwie so wildes Zeug. Vielleicht noch in 8K, wenn es hochkommt. Ja, okay. Dort kommst du dann mal irgendwann an die Grenze mit dem M3 Pro, und dann lohnt es sich auch, um den Max-Chip zu kaufen. Für Videoproducer im Endeffekt. Ja, Video, also sonst so 3D-Artists gibt es ja auch, wobei ich mache immer Benchmarks mit diesen 3D-Programmen, das heißt, Blender ist so das Bekannteste. Und ich freue mich dann amigs. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Leute da draußen, die das effektiv im Alltag brauchen, abseits von Benchmarks. Aber trotzdem, also wer wirklich 3D-Rendering macht, die Person profitiert sicher vom Max. Okay, also dann fasse ich zusammen.
M3 fürs Büro, M3 Pro für Bildbearbeitung und 90% von allen leistungshungrigen Anwendungen und der M3 Max dann noch wirklich für krasses 3D-Rendering, Videoschnitt. Ja, Machine Learning vielleicht. Ja, stimmt. Machine Learning ist, glaube ich, auch so etwas, wo heute viel über die GPU, also über den Grafikprozessor, läuft. Das habe ich jetzt nie selber ausprobiert, das kann ich nicht ganz beantworten, aber ich nehme mal an, die würden auch vom M3 Max profitieren. Mhm. Und Gaming, natürlich, theoretisch. Theoretisch, ja. Ja, Gaming ist halt so etwas, also es wäre ja wirklich schön, wenn es Games gäbe oder wenn es mehr Games gäbe, die nativ laufen auf Apple Silicon, also auf den eigenen Chips von Apple. Ich habe das mal ein bisschen getestet mit No Man's Sky. Das ist ein Game, das wirklich nativ läuft auf ARM. Und das läuft schon gut. Also wenn du das auf dem M3 Max hast, ist jetzt nicht das neueste Game, muss man sagen. Aber trotzdem, wenn du Details aufschraubst und halt so 4K einstellst und so weiter, braucht es ja, schon ein bisschen Power. Mhm. Und ich bekomme dann wirklich über 100 FPS, also über 100 Frames pro Sekunde mit dem Laptop. Wenn man das wirklich vergleichen würde, also wenn jetzt ich kann es vergleichen mit Windows-Laptops, dort läuft das ja auch nativ, das Game, halt einfach auf x86. Und ich habe das Gefühl, wenn es über den Daumen peilen, ist der M3 Max ungefähr so stark wie ein RTX 4080 Mobile oder ein RTX 3080 vom Desktop. Und das ist schon relativ das gut. Das ist kein Pappenstil. Ja, das ist wirklich kein Pappenstil. Und eben, Apple redet auch auffällig oft, sage ich jetzt einfach mal, über Gaming in letzter Zeit. Auch gerade bei den Mac-Chips haben sie ja, die haben jetzt Raytracing-Unterstützung. Das sagt wahrscheinlich allen da draußen etwas, wo gamet. Raytracing ist eine Technologie, die vor allem gebraucht wird, um Lichteffekt zu berechnen. Also so Schatten und Reflexionen, irgendwelche spiegelnden Oberflächen, dass das halt wirklich realistisch aussieht. Das ist sehr aufwendig und das Hardware unterstützt das Raytracing, ist auch für das verantwortlich und das ist jetzt neu. Bei den M3-Chips gibt es das, also die haben die Fähigkeit. Und eben abgesehen von 3D-Rendering im Blender brauchst du es halt eigentlich nur in Games. Aber es gibt halt einfach bis jetzt fast keine. Und ich frage mich ein bisschen, warum. Ich habe so das Gefühl, es ist ein bisschen ein Huhn-Ei-Problem. Weil es gibt natürlich jetzt noch nicht so lange Macs, die wirklich Grafikpower haben. Respektive früher hatten sie einfach normale Grafikkarten von AMD oder so und dann hast du einfach ein Windows draufknallen und naja, dann hättest du Windows-Games spielen. Ja. Gibt es ja jetzt nicht mehr mit ARM-Chips. Und das Problem ist einfach, es gibt halt keine Games. Dementsprechend kauft auch kein Gamer ein Mac. Und weil es keine Gamer gibt, die ein Mac haben, gibt es keine Game-Entwickler, die Games portieren. Also irgendwo müssen wir halt mal anfangen und dann wird es vielleicht sich bessern. Okay. Ja, oder dann mit Windows on ARM, wenn dann sich die Welten dazu entscheiden, ARM-Architektur zu verwenden für ihre Prozessoren bzw. die entsprechenden Hersteller. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen im Tun, oder? Das ist im Tun, ja. Qualcomm hat sich da jetzt schon recht weit aus dem Fenster gelehnt, vor allem. Bin da gespannt, wie sie, also die machen das offenbar besser als Intel und AMD. War das gesehen? Ich glaube, das Problem ist eben dort vor allem gewesen, dass Intel und AMD gar nicht haben dürfen. Also sie haben es können produzieren, aber Microsoft hat einen Exklusivvertrag gehabt mit Qualcomm, dass Windows on ARM, also auf deren Architektur, wo eben auch die neuen Macs haben, dass das exklusiv auf Qualcomm-Chips darf laufen. Und das heisst, Intel oder AMD oder Nvidia, die haben bis jetzt null Anreiz gehabt, um einen ARM-Chip zu produzieren, weil sie genau gewusst haben, Windows on ARM läuft eh nicht drauf, weil es darf nicht laufen. Okay, ja. Und ich glaube, das läuft jetzt im 24 aus, der Exklusivvertrag. Und jetzt kann man langsam hoffen. Das kann spannend werden in dem Fall, ja. Ja. Aber eben, ich glaube, bis sie aufgeholt haben, wird es noch ein Moment gehen. Ich denke auch, hey, ich glaube vor 3, 4, 5 Jahren, sage ich mal. 5 Jahre dann mit dem M, was 7. ist das denn? M7, M8, was auch immer das dann rauskommt. Ja. Genau. Sind wir dann vielleicht am Gamen. Ja, schauen wir mal. Also wenn das passiert, dann wird die Welt richtig hart für Windows. Oder auch nicht. Wenn es natürlich den Windows-Chips gibt, dann ist es vielleicht ausgeglichen wieder. Oder jetzt hast du halt einfach... Das stimmt, aber dann hast du ja immer noch die... Also ich meine, das ist natürlich eine Geschmackssache, aber dann hast du ja immer noch die ganzen anderen Vorteile von einem Mac. Gell? Natürlich. Apropos Windows. Du testest auch
so ein bisschen die Konkurrenz von so einem MacBook. Vor allem die von Microsoft selber, das Surface Laptop Studio. Und du bist dort an einem ausführlichen Artikel noch dran, aber hast schon erste Einblicke, hast schon erste Erkenntnisse können gewinnen? Ja, ich kann dir mal so ein bisschen Sneak Peek geben. Eben genau der Microsoft Surface Laptop Studio, der ist jetzt, wo er rausgekommen ist, ist so ein bisschen als MacBook Pro von der Windows-Welt, wird der so gehandelt. Hat einfach erstens mal damit zu tun, dass er fast gleich aussieht. Ist auch nicht billig, mit dem hat vielleicht das zu tun. Das Ding, das ich jetzt kann zum Testen, das hat irgendwie die gute Grafikkarte drin und 64 GB RAM und so weiter. Der kostet auch 3'500 Franken. Uff. Also ist auch so ein bisschen im Bereich von einem sehr guten MacBook. Und du merkst schon, da hat Microsoft sehr zu Apple übergeschielt beim Design. Oder, also, man kann sich ja streiten, wer jetzt das als erstes erfunden hat. Aber du packst das Ding aus und es ist wirklich, es ist so auffällig. Es hat ja, wenn du ein MacBook bekommst, dann musst du das vorstellen, kommst du so in einer weißen Box über, oder, wo das MacBook drin ist. Und die weiße Box, wenn du es von UPS oder so geliefert bekommst, ist ja noch in einer Kartonbox, in so einer braunen. Und dann machst du halt irgendwie, ist jetzt so ein, wie sagt man dem, also ein Ding, wo kannst du dran rupfen. Ja, yeah, genau, ja. Yeah. Und dann geht die Box auseinander und das funktioniert ja bei allen Apple-Boxen immer perfekt. Und dann geht das auf und du kannst es so, ja genau, und dann kannst du es so aufdrücken und dann geht es so origami-mäßig, kommt ja quasi die weiße Box so ein bisschen rauf entgegen und es ist wunderschön, oder? Und das ist exakt genau gleich. ich habe innerhalb von einer Woche habe ich, ich weiß doch nicht, 5 MacBooks auspackt und dann das Windows-Laptop. Und ich habe gemeint, ich sehe nicht recht. Es sieht genau gleich aus. Auch innen dran noch. Weißt du, es hat kein Plastik mehr. Das ist ja super, ist zu begrüßen. Hat Microsoft eigentlich 1:1 genau das gleiche Auspackerlebnis wie MacBook. Das ist schon lustig gewesen. Ist natürlich alles nicht so wichtig. Sonst ist es ein bisschen anders vom Konzept her, das Gerät. Surface hat ja einen Touchscreen. Das ist etwas, was es bei MacBooks nach wie vor nicht gibt. Kann man sich jetzt streiten, ob das gut ist oder nicht. Und das Surface kannst du so... Ja, das hat so einen coolen Faltmechanismus. Auch dort wieder total Origami, sage ich dir. Du kannst es halt so ganz umklappen, dann hast du eigentlich ein Tablet, ein grosses, oder du kannst so das Display wie so über die Tastatur abziehen. Und dann hast du so ein schräges Tablet, wo du kannst drum herum touchen. Die Tastatur ist dann verschwunden. Und vorne hast du noch das Touchpad als Maus. Einfach so verschiedene Lösungen, wie du das irgendwie kannst brauchen. Das kann man gut finden oder nicht. Ich glaube, da würde ich jetzt gar nicht urteilen. Da gibt es sicher Leute, die finden das super. Ich persönlich muss sagen, ich weiß nicht, wie geht es dir? Touchscreen? Auf dem Smartphone. Also. Ja, genau, ja. Es ist tatsächlich so, ich vermisse es jetzt auch nicht wahnsinnig. Ich hätte auch ein Tablet. Ich benutze es nie. Also wirklich nie. Und wenn ich nicht so schon ein paar wenig Geld dafür bekommen hätte, hätte ich es selber schon verkauft. Ja, irgendwann sind es nicht mehr so viel wert nach ein paar Jahren. Ja. Genau. Mir geht es ähnlich. Ich finde halt auch, also ich bin vor allem da bin ich zu fest Zwangsneurotiker, glaube ich, dass ich kann auf einem Laptop-Display rumtouchen, da komme ich anfällig über wenn ich auf mein Laptop-Display rumtouche. Es sieht einfach so schmuddelig aus in kürzester Zeit und das kann ich nicht haben. Darum ich bin mit dem Touchpad total happy. Ich will gar keinen Touchscreen. Aber wie gesagt, wenn das jemand gut findet, kann ich das völlig nachvollziehen. Das ist mal das Konzept, das ein bisschen anders ist. Sonst muss man eben sagen, das Design und also die Verarbeitung, da sind sie jetzt recht nahe beieinander. Also da hat sich Microsoft eine grosse Scheibe abgeschnitten. Weißt, es ist auch alles aus so einem Alublock irgendwie gefräst. Es fühlt sich solid an. Es ist schön zum Anlangen. Muss ich wirklich sagen, Respekt, da steht es eigentlich im MacBook nicht mehr nach, in Sachen Haptik auch. Und das Problem fängt für mich einfach dann an, wenn du halt fertig bist mit Auspacken. Also, wenn du dann halt das Ding aufstartest. Ich meine, ich habe das aufgemacht, irgendwie schnell das installiert, aufgesetzt, ein paar Tools runtergeladen, mal ein Update gemacht. Und eigentlich ab Minute 1 praktisch, geht halt einfach der Lüfter an. Und das Ding wird warm. Also du merkst so, auf der Handauflage wird es warm und der Lüfter lüftet die ganze Zeit. Der Akku geht schon relativ gut runter. Und ich habe noch nichts gemacht. Also, weißt, ich habe irgendwie einen Browser aufgemacht. Ich habe ein Programm installiert. Und das ist dann schon ein bisschen anders.
Da, ja, kenn ich. Und zwar mein letzter Windows-Laptop, den ich mir gekauft habe, den ich auch immer noch gut finde. Aber wo ich das ähnliche Problem habe, ist das MateBook X Pro von Huawei, das 2021er Modell. Und schon wenn das Wort statisch, geht eigentlich quasi Klimaanlage an. Oder ich frage mich ein bisschen, heutzutage, wie kann man so arbeiten? Ich habe das früher schon auch können, aber das ist irgendwie länger her. Und ich schreibe ja ab und zu die Windows-Tipps. Ich habe gelernt, Informatik bin. Und vielleicht liegt es jetzt auch spezifisch an diesem Laptop, aber ich kann mir kaum warten, bis ich es fertig geschrieben habe und das Ding wieder zuklappen kann. Also das ist doch ein bisschen, einfach nur wegen dem Lärm. Sonst verdreht sich der Martin Jud, unser Redaktionskollege, er rotiert jetzt gerade. Ja, nein, das ist definitiv, und auch die Wärmeentwicklung, es ist wirklich unangenehm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das gesund ist fürs Gerät. Nein, das glaube ich auch nicht. Also gut, ich meine, man muss es schon fairerweise sagen, auch bei Apple vor etwa 3 Jahren, hat jetzt gesagt, also hat es ja noch die Intel-Prozessoren auch in den Apple-MacBooks gegeben. Dort war es wahrscheinlich noch etwas ähnlich gewesen und wir haben es einfach verdrängt. Das stimmt. Es ist einfach jetzt in diesen 2 Jahren, wo man halt, seit man mit den ARM-Chips schafft, ist es einfach eine völlig andere Welt, was Wärmeentwicklung und Kühlung anbelangt. Bei der Leistung, so bei der rohen Leistung, ich habe dann ganz viele Benchmarks gemacht und das verglichen, die Surface mit dem MacBook. Und dort muss man sagen, das geht schon. Also weißt, die Intel-Prozessoren sind nicht schwach in dem Sinn. Mhm. Jetzt der dort drin ist, der kann mit dem M3 Pro-Chip, haben wir vorher darüber geredet, so mit dem mittleren Chip von Apple, kann man etwas mitheben. Bei der Grafikleistung ist das Windows-Laptop gar nicht besser. Dort steckt Nvidia RTX 4060 Mobile drin. Also relativ gute Grafikkarte für einen Laptop. Und dort ist er auch wirklich ein bisschen besser als der M3 Pro, so in Benchmarks. Wenn man dann den M3 Max konfigurieren im MacBook, dann sieht es wieder anders aus, der zieht dann wirklich völlig davon. Also dort kann Surface eigentlich nicht mehr viel ausrichten. Und das Problem ist halt einfach abseits von Benchmarks. Eben dort, wenn du dann mal etwas machst, wo länger Leistung braucht, also zum Beispiel einen Video-Export oder du machst einen Lightroom-Export mit 100, 200, 300 Bildern, dann hast du einfach das Problem, dass das Windows-Laptop nach etwa 1-2 Minuten muss kühlen muss, wie blöd erstens mal. Also der hebt halt fast ab und wird immer noch zu heiß und dann muss er halt abtakten. Und darum hast du wirklich das Problem, jetzt gerade ein Lightroom-Export, den ich vorher gesagt habe, der geht beim Windows-Laptop effektiv etwa 3-mal so lang wie mit dem MacBook. Und da rede ich vom M3 Pro, also vom nicht so starken Chip. Nicht vom Max, ja. Und das ist mal das eine bei der Leistung. Aber ich glaube, beim Gaming, da müssen wir nicht drüber diskutieren, dort ist halt immer noch das Problem. Es gibt erstens keine Games und auch dort ist das Windows-Laptop relativ gut. Ist die Leistung besser, solange du es eingesteckt hast. Das muss man auch noch dazu sagen. Die ganzen Benchmarks, das ist mir auch aufgefallen, sobald du halt den Stecker ziehst, dann geht die Leistung mal so um 15-20% runter, weil sie am Strom hängt. Und keine Angst, ich habe übrigens immer auf du kannst ja die verschiedenen Einstellungen machen. Zum Beispiel das alles manuell, weißt du, auf Balanced und Maximum Power. Genau. Ich bin natürlich immer auf Maximum Power für Benchmarks, damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Und das grösste Problem von dem ist halt die Akkulaufzeit. Die Chips, die brauchen so viel Strom, darum wird es ja so warm, dass sie einfach den Akku in kürzester Zeit leer saugen. Ich mache immer 2 Tests bei so Laptops. Erstens, wie lange hält es, wenn du nicht so viel machst? Also, wenn du zum Beispiel einen Text schreiben oder ein bisschen im Internet rumsurfen, YouTube schauen. Für mich ist immer YouTube ist so der Standardtest, weil da kann ich das gleiche Video anmachen und halt durchlaufen lassen, einfach damit es ausgeglichen ist. Und dort ist wirklich so, das MacBook Pro mit dem M3 Pro hält 3-mal so lang, sogar mehr als 3-mal so lang wie das Surface bei so einem YouTube-Video. Also, Surface hat, glaube ich, etwa 8 Stunden YouTube Dauerplayback und das MacBook Pro etwa 25 Stunden. Ah, okay. Das 14 Zöller. Also ich rede hier das 14 Zöller mit dem 14 Zöller verglichen. Und das zweite, was ich testen muss, ist, okay, jetzt machst du irgendetwas, was Leistung braucht. Und wie viel Akku brauchst du, um das zu machen? Also im Prinzip, wie viel Arbeit kannst du erledigen mit der Akkuladung? Und dort ist halt der Unterschied einfach noch krasser. Ja, ja. Ich habe dann 2 Tests gemacht. Ich habe einerseits geschaut für einen Videoexport und der ist
ist ein extremer Unterschied. Ich habe jetzt erst gedacht, ja gut, vielleicht ist es irgendein Codec, der sich da nicht verteilt hat, ich weiß nicht was. Und dann habe ich einen Lightroom-Export gemacht, dort sollte es eigentlich keinen Unterschied machen. Und ein Surface kann mit einer ganzen Akkuladung, jetzt mit meiner Kamera, kann das knapp 2300 RAW-Bilder exportieren. Und jetzt mache ich da eine kleine Schätzaufgabe. Was denkst du, wie viel schafft das MacBook mit dem Mac, mit dem M3 Pro? Mit dem Pro. Ja. Du hast vorher gesagt, es kann mithalten. GPU auf dem Surface besser. Ich würde sagen, trotzdem wahrscheinlich mehr. Ich weiß nicht, 3,5. Fast 4. Also, aber es ist viel effizienter, ja. Es ist, ich bin so ein bisschen auf Understatement, ja. Es ist ein Understatement. Es sind einiges mehr. Das kann ich eigentlich fast gewusst, ja. Surface hat 2300. Schafft es mit der Akkuladung. Das MacBook schafft 14.557. Okay. Also das sind, jetzt habe ich überhaupt nicht gerechnet, fünfmal mehr. Fünffache. Ja. Ja. Also dort merkst du dann wirklich den Vorteil von den ARM-Chips, oder auch einfach von der perfekten Optimierung zwischen Software und Hardware und so weiter, die halt einfach nur an Apple machen, weil sie einfach alles unter sich hat. Wobei Microsoft hat ja immerhin hat das Betriebssystem geschrieben von dem Laptop, wo ich jetzt testet habe. Aber sie haben natürlich trotzdem... Ja, sie hat das, ja. Sie müssen natürlich auch auf mehrere CPUs anpassen. Genau, und, das ist das Problem. Ja, gut. Ja. Okay, jetzt stellt sich halt die Frage, mit dieser Erkenntnis, wie will Apple das toppen? Also machen sie jetzt Research and Development zu und sagen, hey, nächsten 5 Jahre können wir einfach M3 kaufen und dann haben wir alle unsere Angestellten ausgesagt und wir machen den Laden zu. Oder? Das klingt echt noch gut, oder? Ich will bei Apple arbeiten. Wahrscheinlich nicht. Also, durchgespielt einfach. Durchgespielt, genau. Ja. Game gewonnen. Also bei den Laptops wird es langsam schon. Das habe ich mich schon letztes Mal gefragt, wo der M2 rausgekommen ist. Was machen sie denn jetzt Neues? Und jetzt haben sie halt einfach die 3-Nanometer-Chips als erste. Und jetzt ist es nochmal effizienter geworden. Den Sprung wird es nächstes Jahr nicht mehr geben, weil das wird auf 3-Nanometer bleiben. Es wird einfach, die Fertigung wird halt effizienter. Da muss man sich immer vorstellen, das ist ja, wird ja alles mit TSMC gefertigt in Taiwan. Und die Prozesse werden halt immer komplexer und schwieriger. Und jetzt der erste 3-Nanometer-Chip, der ist auch gar nicht so einfach gewesen, glaube ich, zum Herstellen. Haben sie wahnsinnig viel so Ausschuss gehabt. Also du hast immer die Wafers und dann ist ein Teil ist nicht ganz gut und die musst du dann wegschmeißen und so. Und darum, ich gehe jetzt mal davon aus, die nächsten Chips werden sicher günstiger zum Produzieren für die gleiche Leistung. Das heisst, du kannst wieder den gleichen Trick machen, du kannst halt mehr Kern draufpacken, dann hast du mehr Leistung und so weiter für den gleichen Preis. Ich ist die Frage, ob sie das an die Leute weitergeben. Richtig. Entweder machen sie einfach mehr Marge oder sie machen halt MacBooks ein bisschen günstiger nächstes Jahr. Und sonst, was halt könntest du machen eigentlich, wenn jetzt die Chips noch effizienter werden, könntest du im Prinzip sagen, gut, wir machen es wieder ein bisschen kleiner. Also wir machen es wieder dünner, die Laptops. Jetzt die MacBooks, die wir jetzt haben, die Pros mindestens, die sind ja eigentlich dicker als die alten mit den Intel-Chips. Und ein bisschen schwerer. Und da könntest du natürlich sagen, gut, du machst es halt einfach wieder schlanker mit der gleichen Leistung. Das ist doch das Einzige, was ich jetzt spontan sehe bei den Laptops. Bei den Desktops ist es etwas anderes. Dort hast du ja den Vorteil mit der Energieeffizienz ein bisschen weniger. Also klar, du hast ihn schon. In terms of Kosten. Ja, es bringt halt nicht so viel, weil Strom ist eh billig. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe mal den Mac Studio gegen einen Windows-PC getestet und verglichen. Und der kann schon jemanden mitheben, aber er ist halt so viel teurer in der Anschaffung und braucht einfach ein bisschen weniger Strom. Und da kann halt irgendwie ein Intel-Chip, kannst einfach sagen, ja, du lässt einfach mehr Strom rein, machst den Chip grösser und dann bringt er schon mehr Leistung. Und da kann natürlich Apple immer noch sagen, gut, wir machen grössere Chips, schnellere Chips. Dort lohnt sich das immer noch. Aber bei Laptops wird es langsam schon schwierig. Also ich kann es noch nicht genau sagen, was nächstes Jahr passiert. Ja gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach mal darauf zu warten, was uns der Tim Cook da dann präsentiert. Vermutlich dann im März mal wieder oder, ja, also oder jetzt, im Juni. Also jetzt das Jahr meinst du oder nächstes Jahr dann? Also jetzt das Jahr, Also obviously nächstes Jahr. Ja, klar, das sind ja schon fast Ende Jahr. Nein, im 24 kann man jetzt mal davon ausgehen, dass im Frühling, ich weiß nicht, ob es März ist, wahrscheinlich einfach das MacBook Air, dann der M3-Chip bekommt.
das ist vom Chip her dann nichts mehr Neues. Ist einfach das Update. Und nachher hätte ich jetzt mal gesagt, im 24. Vielleicht gibt es dann noch den Mac Studio mit dem M3 Ultra. Das ist ja immer einfach zwei Mac-Chips, genau, aneinander geklebt. Das ist jetzt auch nicht die grosse Überraschung. Mhm. Und die grosse Überarbeitung, sage ich jetzt mal, vom MacBook, die erwarte ich erst im 25. Mhm. Also vielleicht Frühling 25, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, erwarte ich die nächste Generation dann vom MacBook Pro. Ja, dann können das ja ein bisschen chillen zu Cupertino und ein bisschen Zeit investieren in eine zweite Generation von der AirPods Max. Vielen Dank an dieser Stelle. ja, dann bedanken wir uns fürs erste Mal bei allen fürs Zuhören und danke dir, Samuel, für deine Expertise und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.